Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Runde. Ich habe jetzt sofort weitergespielt. Und ich muss die Monumente zerstören. Um 80%. Es ist da ein Wirbelsturm. Oder mehrere Wirbelstürmchen. Deswegen probieren wir mal gleich mit dem Luftschiff aus, ob wir das schaffen oder nicht schaffen. Das ist hier die Frage. Hier schon mal ein Monument. Wir müssen ein bisschen weiter nach vorne. So, da feuern wir jetzt erstmal einmal ab. Okay, okay, okay. Das haben wir perfekt gemeistert. Jetzt kommt da vorne der eine noch dran. Okay, jetzt haben wir es zwar auch gut gemacht, aber es reicht noch nicht ganz. Nehmen wir noch mehr Monumente außer die beiden. Und die kleine. Na gut, dann muss ich anscheinend diese kleine noch kaputt machen. Nein! Ich kann mit dem Luftschiff da nicht landen. Ach, geschafft. Perfekt, perfekt. Was passiert, wenn ich da lande? Lande schneller. Was passiert, wenn ein Wirbel reinkommt? Okay. Oh. Ui. Na gut. Wie, hä? Das war's? Nee. Geht's noch weiter? Na super. Ja gut, okay. Ich kann jetzt gerade nicht mehr hier weiterspielen, so wie ihr seht. Sind die noch an die nächste Runde am Basteln? An 26, 27, 28, 29, 30. Und es geht auch noch nicht, die Insel auch noch nicht. Und die Insel auch nicht. Der Mond geht auch nicht. Das einzige wäre noch Sandkasten. Da kann ich euch mal einen Sandkasten zeigen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt. So, das hier ist der Sandkasten. Hier kannst du unbegrenzt bauen, also eine breite Höhe, Länge, wie du willst. Allerdings, ja, startest du irgendwie mit dem Block immer hier vorne. Wäre cool, wenn man den irgendwie zur Seite schieben könnte. Und dann kann man hier hochfahren und fahr schnell rüber. Da ein Haus zerstören. Hier vorne eine Stadt was zerstören. Ah komm, machen wir nochmal. Oh. So. So, das Haus haben wir schon mal zerstört. Dann kann man da noch ein paar Leute zerstören. Hier vorne kommt heißes Öl. Oh weia. Oh weia. Aus dem Fässern, da sind noch ein paar Häuser. Da ist noch ein Haus. Da ist eine kleine Burg, die du verbrennen kannst. Die Stadt habe ich euch gerade schon mal gezeigt. Und. Und was du normal in den Runden immer hast, du hast immer einen begrenzten Bereich, den du bebauen kannst. Und hier ist es
Da kannst du so weit bauen, wie du willst. Und wie ich schon mal in einem Video gesagt habe, ich hier schon mal probiert, den Transformer zu bauen. Allerdings waren das so viele Bausteine, die ich gebraucht habe. Und das hat der Rechner nicht mitgemacht. Guck mal, man kann hier eine Brücke bauen. Da kann man auch ein bisschen Polybrick spielen. Oh, cool. Nice, nice. Ja. Dann war das ja jetzt wohl mal eine sehr kurze Runde gewesen. Also, das war jetzt so. Okay, die Fahrzeuge habe ich euch ja schon alle gezeigt eigentlich. Gerade dran überlegen. Den Drescher kennt ihr, den Feuerlöscher kennt ihr, Flugmaschine. Den Greifer, den Panzer 1, den habe ich zwar noch nicht gezeigt, aber eigentlich mal. Ja. So. Das ist der Panzer 1. Wupp. Halt. Ganz normaler kleiner Panzer hier. Ein paar Leute plattfahren. Da vorne ist eine kleine Mine, deine Ecke auch, auf der anderen Seite sind auch zwei Minen. Oder da. So, auf C schieße ich. Bam! Wenn ich jetzt hier hochfahre, sind hier Platten. Die lösen einen Mechanismus aus, dass die da oben weggehen. Nach oben wegfliegen. Und vier Kugeln uns entgegenrollen. So. Jetzt kann man hier ganz hoch, aber da bringt nichts, weil da oben kannst du nichts machen, außer einen Huhn kaputt machen. Wenn du springen könntest, könntest du hochspringen. Um die Statue zerstören. Oder du fliegst rüber. Hier rüberfahren ist auch mal ein bisschen schwierig, weil irgendwie die Gelben geben nach einer Zeit nach und so, zack, drüben bin ich und wieder zurück. Geronimo. Und so sieht mein kaputter Panzer aus. So, dann haben wir noch hier mein Panzer mit der bewegbaren Kanone. Die ist allerdings nicht richtig bewegbar. Die kannst du nach oben und unten bewegen. Ach, Play muss ich drücken. Da hoch und runter. Und auf C feuere ich sie dann ab. Hätte ja auf numerische 5 drücken können. Ja, dann mal hier noch zwei Walzen, wo man durchfahren kann. Obwohl, dann bist du so oder so kaputt. Hier kann man einmal fahren. Hier wollte ich einmal rüber, habe ich es nicht geschafft. Bin hier oben drauf stehen geblieben und hopp, zerquetscht. Gut, das war der bewegliche Panzer. Was habe ich hier noch hier Schönes? Die Säge habe ich gezeigt, den Schieber habe ich gezeigt, den Walze und die Wand. Okay, den Panzer mit die 4 Kanonen habe ich jetzt nicht gespeichert. Hätte ich eigentlich auch machen können. Mit Kanone 1, 2, 3, 4. Aber habe ich nicht. Egal. So, und nehmen wir nochmal den Schieber hier. Da kam ja auch sozusagen gar nicht richtig in Einsatz, nur in der einen Runde. Und da ist er auch schnell kaputt gegangen. Hier haben wir nochmal so ein kleines Dörfchen. Der Schieber ist, der schiebt halt alles weg.
Ich habe schon mal probiert, so eine Kugel wegzuschieben, aber sobald du die berührst, explodiert die. Ja. Und sie sieht das aus, wenn der Schieber explodiert. Was auch noch witzig ist, ach, dann über den Feuerlöscher. Feuerlöscher, Laser, zack. Play. Ich fahre jetzt mal hier vorne zu den brennenden Öl hin. Da. Gleich blüht er hier. Da. Jo. Was man mit dem Feuerlöscher machen kann, ist die Leute alles zur Seite schieben. Da sind welche. Die kann man jetzt hier so. Alle mit dem Wasserstrahl so runterschubsen. Ach ja, und wenn man hier auf diese Plattform fährt, da rüberkommt, aufkommt. Dann wirst du nach oben geschossen. Bingo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obwohl der eine war schon oben. Ja, also 7. Sonst ganz 8. Jo. Das war der Sandkastenmodus, wo man hier bauen kann. Da werde ich wahrscheinlich noch irgendwann mal ein paar Fahrzeuge bauen und euch dann zeigen. Sonst weiß ich jetzt nicht, was ich hier noch euch zeigen kann. Die Runden haben wir ja alle geschafft. Ja. Also dann, ich habe mich gefreut, dass ihr das zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Bye bye.